Und da sind wir wieder bei einem weiteren Let's Play Minecraft. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes sammeln soll. Glas, wir brauchen alles. Zeig mal, wenn ich jetzt hier so hin lang gehe. Ja, mit so leichten Gravuren. Das hat ein bisschen was. Ja, doch, das, doch, 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 doch. Das könnte was geben. Warte, das Bett stelle ich direkt mal nach oben hin. Dann dachte ich mir, ach, in die Mitte geht's ja leider nicht. Ich glaube, ich müsste wirklich erstmal das Dach bauen, bevor ich hier irgendwas hinbaue. Aber das Bett kann ich ja schon mal. Na, wie baue ich denn jetzt das Bett hin? Ist das blöde. Haben wir. Ach, wir haben. Ne, komm, warte, das lasse ich erstmal unten stehen. Das kann ich doch nicht so lassen. So sein lassen. So stehen lassen, so. Ach, der nervt mich ja auch ein bisschen. Mal weg hier vom Eingang. So, und der kommt natürlich auch weg. Ach, wir hatten ja noch was Eisen drin. Soll mal hier den Eingang ein bisschen wegschaufeln. Ach so. Ach. Ja, oder so. So, ein bisschen Licht hier. Moment, drei haben wir. Dann bauen wir die drei doch mal. Eins, zwei, drei. Ich brauche als erstes ganz viel Wolle, würde ich mal behaupten. Ja, Wolle. Ich brauche viel, viel Wolle. Dafür brauche ich eine Schere. So. Hey. Oh, sorry. Ja, ich habe falschen Knopf gedrückt. Ja, falschen Knopf gedrückt. Oh, direkt drei Stück. Ich bin stolz auf dich, Schaf. Ach, du bist so ein Idiot, du. Ich fand dich doch so nett. Ach, da hinten war ja unser Dorf, meine ich, irgendwo. Oder wo war das? War das nicht hier? Was haben wir denn hier überhaupt hinter der Wüstenlandschaft? Das Problem ist, ich habe die Sichtweite sehr kurz gemacht. Ach, der Berg ist eigentlich ganz cool. Weil Minecraft irgendwie rumspackt. Ich habe schon alle möglichen Grafikeinstellungen ausprobiert. Meine ich zumindest, aber irgendwie funzt das trotzdem nicht so richtig. Naja. Auf jeden Fall konnte ich das nicht auf mich sitzen lassen. Weil so eine Runde Battlefield ist zwar schön und gut, aber es ist jedes Mal wieder eine Qual. Jedes Mal werde ich da so fertig gemacht. Wie viel Wolle haben wir? 10. Wir müssten. Na, ne, mit dem Wirtschaften. Boah, ich glaube, da kommt ein Nieser. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht die Ohren weggesprengt. Mir hat nämlich schon ein bisschen so das Gehirn rausgedrückt. Ihr braucht jetzt doch gar nicht rumzumeckern. So bin ich halt. Ich meine natürlich die Schafe. Und ich vergesse schon wieder die Uhr umzustellen. YOLO. Hat YOLO gesagt. Ja, siehst du, YOLO. YOLO. Ich glaube, das Schaf ist YOLO. Komm, YOLO. Macht mir Angst. Das YOLO-Schaf. Swag. Ah, ne. War falscher Name. Oh. Hat was von einem Mittelfinger irgendwie. Ja, die Landschaft muss ich mir sowieso mal genau erkunden. So wirklich viel kenne ich von der Landschaft hier noch nicht. Aber wir sind ja auch gerade. Oh, Schafe. Ich bin total der Schaffetischist. Ah, los. Wir müssten die Landschaft sowieso mal erkunden, weil wir kennen ja relativ wenig. Eine Höhlentour müssten wir wahrscheinlich sowieso machen. Dann bin ich mal gespannt, wie es so weitergeht. So, komm schon. Schafe! Schafe! Aua. Schafe! Schafe! Alter, was ist denn hier los? Bin ich gleich von einem Rudel Wölfe angebrochen in der Schlucht, oder?
Nicht schlecht. Könnten wir erkunden. Machen wir auch. Aber nicht jetzt. Wir stürzen uns eh wieder nur in den Tod. Oder besser gesagt, ich. So, das ist meine gelungene Ausbeute. Passiert mir auch nicht sehr oft. Aber das ist ja auch dressial. Los, komm her, Schaf. Schaf, ich hab dich gesehen. Du brauchst ja gar nicht. Und noch eine Höhle. Könnt ihr die nicht direkt in die Schlucht führen? Uhu! Gerade mal 34 Wolle, hier stehen noch 125 Schafe. So, du bist auch noch dran. Juhu, ein Ei. Ist auf jeden Fall geil, dass wir so viele Schafe haben. Ich wette dann, wenn wir welche einfangen wollen, haben wir nämlich gar keine mehr. Aber ist mir auch egal. Die Landschaft hat was. Die Landschaft hat was. Kommen hier wieder neue hin? Ich habe Wolle vergessen. Oder hast du dich gerade freiwillig geschert? Nee, ne? Sowas machst du nicht, ne? So, jetzt haben wir 52 Wolle. Das reicht schon eigentlich mit einer kompletten. Mit einem kompletten, ne? Raubzug. Gib mir deine Wolle. Das ist auch nicht schlecht. So ein Berg auf einer Höhle. Das ist geil, dass wir so viele Höhlen haben. Mal kurz einen Blick. Ja. Hat was. Ist Hetwet. Nee. Geh schon mal zurück. Wir haben da auch direkt einen Dschungel. Wir haben sogar eine Schneelandschaft auf einer Insel, wenn ich mich nicht irre. Und ja. Ach genau, zu meinem Texture Pack. Ich habe es mal wieder gewechselt, aber nicht aus Gründen von Gründen, sondern aus Gründen der Gründe. Und zwar ist das der Grund, dass die anderen Gründe nicht so viele Vorteile haben wie dieser Grund. Nee, und zwar finde ich das einfach schöner und irgendwie läuft es geschmeidiger. Da brauchst du dich nicht zu verstecken. Nee, es läuft einfach geschmeidiger. Und ich finde es sehr schön. Vor allem jetzt, wo mein Haus so gebaut ist mit dem hellen Birkenholz, gefällt mir das doch schon sehr. Alter, was ist denn hier los? Und ich, wegen dem Mo Creatures, muss ich mich noch erkundigen, weil so, ich habe das mal na, sag ich mal, für mich gezockt und ich muss erstmal gucken, wie ich die Monster ausstelle, weil ich hatte Monster dabei. Puh, da hast du überhaupt gar keine Chance. Da weiß ich überhaupt nicht mehr, wo hinten und vorne ist. So 64 Wolle, das muss da reichen jetzt für ein bisschen. So, danke. Ach, da die Treppen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das fertig mache. So, wie machen wir das denn? Ach, hier kommt ja sowieso ein Fenster rein. So, hier ist der Eingang. Den können wir ruhig eigentlich. Na, so groß nicht. Dann machen wir mal so. Hier kommt ja auch wieder ein Fenster hin. Nee. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann. Das Problem ist, da ist die Decke, ne? Ah, das heißt, wir müssen so hochgehen. Hier kommen wir gleich noch Fenster rein, also eigentlich müsste das reichen. Vor allem sieht die Wolle hier auch sehr schön aus. Ich dachte als erstes, ich habe wirklich das Texture Pack vom Gronkh genommen, nur ich habe da mal genauer nachgeguckt. Und er hat ja wirklich eigentlich schon andere Texturen. So, das war's auch schon wieder. Jetzt mache ich da noch so ein schönes Fenster rein. Oder hier so ein schönes. Ne, mache ich hier so schön mittig. So ein schön großes. Wir haben es doch. Hier. Dann könnten wir jetzt hier schon mal ein bisschen bauen. Ach. Moment. Ich fasse es nicht, dass die Wolle immer noch nicht reicht. Sieht das überhaupt cool aus, wenn ich hier so einen Durchgang habe und dann hier so einen großen?
Können wir eigentlich auch aus Holz machen. Oh, die lassen das natürlich direkt so. Aber da bin ich mal gerade irgendwie gar nicht sicher. Ach, hier kommt die Glaswand, hier kommt die Decke und hier kommt hier auch noch ein Fenster rein. So, dann habe ich nämlich eine schön hell beleuchtete Wohnung mit vielen Fenstern. Da kann ich das andere reingucken, das ist natürlich sehr sinnvoll. Den. Ach ne, das bringt leider gar nichts. So, jetzt brauchen wir nur noch Glas. Glas, Glas, Glas. Glas, Glas, Glas. Und Stück für Stück haue ich einfach den Berg ein bisschen weg. So, und während das Glas dann kocht, hätte ich es bald gesagt, verschmelzt, gehen wir nämlich auf Birkensuche. Oh. Moment, wir haben 6, dann haben wir da 4. Wir haben 36, ne, 40 mache ich voll. So, jetzt haben wir sogar 42. Den Kakao muss ich mal wegmachen, das sieht hier gar nicht aus. So, unser Haus, glaube ich, wird langsam. Wer nichts wird, 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 ne? Sage ich mir mal. Wahnsinn, dass ich diesen Spruch einfach so rausgehauen habe. Und schon vergesse ich meine ganze Aufgabe. So, eine Axt haben wir, das reicht noch. Birke, Birke, Birke. Ja, wir müssen gleich mal ein bisschen mehr Birke holen. Da. Unser Haus wird langsam. Da hinten können wir jetzt noch anbauen. Das mache ich ja auch auf jeden Fall. Oder so einen kleinen. Na, muss ich mal gucken, wie ich das genau mache. So. Hallo Huhn. Hallo Huhn. Was auch geil wäre, das habe ich mir auch mal überlegt, wenn es da irgendwie. Also so eine wirklich breite Treppe nach unten geht und dann von da aus alle Räume betretbar wären. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das genau mache. Bin ich mir noch ziemlich unsicher. Das ist aber echt eine geile Idee, was ich gerade habe. Dass wir also nicht jetzt noch einen Raum theoretisch bauen. Moment. Ich zeige es euch mal kurz. Ah, da muss ich aber trotzdem irgendwie so eine Art. Sondern dass wir theoretisch hier noch ein bisschen grün und das dann von hier unten so reingeht. Ein breiter Weg. Dass wir da unsere Basis haben, theoretisch. Oder dass wir hier einfach so ein, wie so einen Schlauch machen. Muss ich mir mal angucken. Bin ich mir noch ziemlich unsicher, so, ich hoffe, das war jetzt kein Riesenfehler. Glas. Perfekt, 14 haben wir schon. So, und jetzt einfach hier hochbauen. Aua. So. Und da oben kommt dann die Decke, ne? Perfekt, ach hier kann man. Ah, das lohnt sich gerade wirklich sehr. Den tue ich wieder zurück. Oder auch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen Holz, ne? Hier kommt ja noch der Holzbalken hin. Moment.
Ja, doch. Nee, so gar nicht. Ja, unser Haus wird langsam. Wir haben es jetzt schon mal fast komplett zu. Hier fehlt noch der Holzstamm. Dann lasse ich mich mal eben hier durchfallen. So, hat doch eigentlich was. So einen kleinen schicken Glaseingang. Moment, da müssen noch. Moment, das mache ich noch eben. Müssen ja eigentlich hier. Ah, und eigentlich noch zwei. So, und dann habe ich da halt so zwei Türen. Da habe ich da halt so zwei Türen. So, und die mache ich jetzt nach innen nicht, sondern nach außen, ja. So. Habe ich hier nämlich so einen riesengroßen, schönen, breiten Eingang. Sieht das gerade zum Kacken aus? Nee, ne? Ich könnte theoretisch, habe ich noch meine Treppen, hier nämlich so. So machen. Ah, dann habe ich auch da die Lücke zu. So theoretisch. Aber von außen, wie sieht das von außen aus? Ah, dann kann ich auch eigentlich da oben. Aha. Dicht machen. Nee, das muss ja mit Wolle gemacht werden. Mensch. Komm schon. Lass mich im Stich. So. Geil. Geil, geil, geil. So. Mal, wie sieht das denn von außen aus? Ja, doch, das hat was. Und je nachdem könnte man das ja dann weiterführen. Mit den beiden Schlitzen. Ja, doch, unsere Haut wird langsam. Da könnte man theoretisch ausprobieren, ob ich da auch noch so was anderes hin mache und wie ich das dann später weitermache. So gefällt es mir eigentlich schon ziemlich gut. Vielleicht könnte man hier eine Treppe runter machen. Ah, das weiß ich noch nicht. Gut, Jungs, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Und Mädels, wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft. Bis dann, haut rein. Tschüss.